Gott, ey, das wird doch nix. Weiter geht's. Morgen, Jungs. Und morgen, Mädels. Wir spielen mal wieder die Box of Horrors Mod. Von SCP Containment Breach. Immer noch Version 093, aber Box of Horrors 074. Aber hat sich nichts Nennenswertes getan. Ohne Intro. Und wir legen los mit einer Random App. Da wir keine Zuschaueransendung mehr erhalten haben. War das indirekt Kritik? Nein, eigentlich nicht. Aber ich meine, mit Zuschauermaps ist es zwar schön, dass sich unsere Zuschauer so ins Zeug legen und die Idee ist an sich schlecht, nicht schlecht, ja, aber die Maps machen nur Probleme eigentlich. Ja. Weil entweder Bugs auftauchen oder wenn sie von Alex B kommt, dann können wir sie eh nicht zu Ende spielen. Verstehst du? Too hard to finish. Ja. Immer offen, ne? Ist zu normal. Das ist unterschiedlich. Manchmal ist da einfach offen. Ist das einfach offen, Junge? Oh. Grüß dich. Hat er sogar gesehen? Nee. Er ist da ein bisschen gesprungen. Das sehen wir dann in der Wiederholung, in der Aufnahme. Wenn wir dran denken, ja. ja. Das sagen wir immer und dann gucken wir doch nicht nach. Frame by Frame sagen wir immer. Wir nehmen jetzt das nochmal an. Vielleicht ist da das Bild. Das Ding drin. Oh ja, darf ich drauf schauen. Oh, hab schon drauf geguckt. Oh nein, du stirbst! Da darf ich nur von vorne nicht drauf gucken. Vielleicht fängt es an zu schreien und rennt los. Was ist das Bild? Ja. Was geht da ab? Was, wo? Was ist da los, Junge? Keycard, ich kann die Tür nicht zumachen. Fuck! Und wo ist da jetzt gerade was aufgegangen? Das will ich gar nicht wissen. No. Ja. Ja. Da ist ja nichts drin. 05 so? Ist der Schlüssel. Was ist denn der? Aber ein Dokument. Das sieht man kaum, weil es da so blöd drauf liegt. Ich habe das jetzt gesagt, aus Überraschung, dass der 05 ist, weil wir davor das Thema hatten, bezüglich Changelog hier, dass da an SCP-009 was verbessert wurde. Und ich gedacht habe, dass es das Schlüssel war. Das hat mir gefallen. Ja. So. Ja, ist safe, oder? Ich würde mal blinzen. Ja, safe. Eindeutig safe. Was, wo? Passt. Wir haben auch direkt wieder unser Ding zum Synchronisieren hier. Ne? So. Ich sag immer, was wo, aber ich mach das nicht absichtlich. Das kommt, das schießt aus mir raus. Was wo? Ist er da drin? Fuck, fuck, fuck. Fuck, shit. Ja, der ist gar nicht da. Oh doch, da war es gerade blurry, oder? Kam es mir nur so vor. Und nicht drauf anlegen lassen. Ja. Scheint nicht drin zu sein. Weiß nicht. Schaut's denn eigentlich aus? Bis jetzt sind wir immer nur linear gelaufen, oder? Also es gab keine Alternativrouten. Achievement unlocked. Refinery. Ah ja, gibt es jetzt Achievement. Oder Refinery soll das heißen? Refinery würde ich sagen. Vielleicht, aber wo wir jetzt das Ding da gesehen haben. Sag mal, gibt es Achievements? Tja, das stand gar nicht im Changelog. Ja. Betrug! So, Klemmbrett. Hast du eigentlich schon so einen Überblick, was da für SCPs gibt, die es im normalen Spiel nicht gibt? Zu viele. Also ich denke, es gibt so ungefähr doppelt so viel. Hätte ich jetzt mal so pauschal gesagt. Weil wir wissen ja gar nicht, ob wir schon alle gesehen haben. Ich glaube es fast nicht. Ja gut, das Gang. Also dieses 009 haben wir ja noch nicht gesehen. Dieses rote komische Eiszeug. Was ja, wir haben Kristall gesehen, wir haben den Shell gesehen, wir haben den Baum gesehen.
Was gibt's noch? Die Brille. Die Brille, das Porträt, dieser rote Raum mit diese Kreuzung da. Der Schimmelpilz war da schon. Ne, der war noch nicht in 003, ne? Das war auch Box of Horrors, ja. Wo wir dann das Nachtsichtgerät aufgesetzt haben, weiß ich, ob es auch ein SCP ist. Nee, glaube ich nicht. Und dann ist das Spiel gecrashed. Ja. Hat's bumm gemacht. Stand jetzt übrigens wieder im Changelog hier, dass irgendwas am Nachtsichtgerät verbessert wurde. Das crasht schon, wenn du es nur anguckst. Wahrscheinlich. ne, 1:1 brauchen wir, ne? Ich glaube schon, ja. Ach, das ist doch unnötig mit den Karten, haben wir schon mal gesagt, ne? Das ist doch voll. Ja, das kann man sich senken. Wenn sie uns vielleicht am Anfang um die Karte geben, dann hat sich erledigt. Ja, das macht's einfach. Macht keinen Spaß. Immerhin ein Level 2. Da probiere ich jetzt die da nochmal und dann mache ich die Level 2 zu einer Level 3 und hoffe, dass sie damit durchkommen. Wenn ich mit der jetzt durch die jetzt auch eine Level 2 bekomme, dann probiere ich die auch nochmal verifieren. So. Dass wir hier keine Möglichkeiten auslassen. Ja, passt doch. Ich sag, das klappt nicht. Very fine. Ja, haben die letzten Spiele schon so gezeigt eigentlich, dass es nicht klappt. Aber wenn es mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit schafft und es die letzten paar Mal nicht geklappt hat, dann ist die statistische Chance eigentlich jetzt höher, dass es klappt. Check ich nicht, aber die Chance scheint sehr gering zu sein, würde ich jetzt mal sagen. Jeden Mal, dass es in Folge nicht klappt, aber wenn es eine kleine Wahrscheinlichkeit gibt, dass es klappt, dann steigt die eben damit. 12% vielleicht. Soll ich mal jetzt hier auf Fein. Ah, die andere tue ich auch nochmal mit rein. Vielleicht passiert da was. Vielleicht wird die Masterkarte dann zu einer Visa oder so. Zu einer Visa? American Express. Nee. Nicht? Hm. Höchstens Visa. Oh, oder zu einer Playing Card. Oder war das jetzt die andere? Also jetzt vergeude keine Zeit mehr und... Warte, ich habe noch immer keine Level 3 Karte. Ja? Sag ja, vergeude jetzt keine Zeit mehr und... Schieß los. Dann müsste es hier so ein Hotkey geben für dreifache Geschwindigkeit oder so. Duckface. Ah ja. Ah toll, jetzt habe ich zwei Playing Cards. So, ne Scheiß! Das ist jetzt langsam echt unnötig hier, wie das ausartet. Schon wieder. Skip mal das einfach, skip mal das. Also gar nicht geskippt, das kann ich selber skippen. Ich kann einfach dann den Slider da unten hier dann einfach so ein paar Zentimeter nach rechts schieben, dann passt das schon. Ja, möglicherweise verpassen sie dann was. Ja, die können ja bis dahin machen, bis wir eben aus diesem Raum da draußen sind. Du mutest unseren Zuschauern zu viel zu. Ach so. Hältst du unsere Zuschauer nicht für so intelligent, dass sie das schaffen? Doch, aber die wollen ja unsere Videos genießen und nicht sich die Stellen zusammensuchen müssen. So. So, jetzt nochmal. Du könntest unendlich weitermachen. Ich meine, ihr wollt doch längere Videos. Was hast du gestellt? Verifying nochmal. Wenn es, ich habe gerade eben schon Verifying gemacht. Und dann wurden und dann die, kam eine wurden, Spielkarte wurde, raus. Nein, das war auch fein. Ich habe zwei Mastercards rein, habe auf Verifying gemacht, dann waren es beide Level 2 Karten. Deswegen lasse ich das jetzt auf Verifying und irgendwann klappt es ja. Wenn du das Video dann schneidest, fügst du ein Facepalm. Nö, ich mach gar nichts. Poste ich, dann gib die Sekundenzahl ein. Als Kommentar. Facepalm. Kannst du machen. Und 9 Minuten. So, komm. Irgendeine 3-Karte brauchen wir. Und spawnt die SCP 106. Ja. Zieh dich in die Pocket. Bisher, glaube ich, nur einmal passiert, oder? Mit. Okay, ich mach's 1:1 nochmal. Das gibt's ja nicht.
Bei wie vielen Episoden? 70? Kann man das schon mal vergessen. Knapp 70 haben wir, ne? Ja, ich glaube, das ist jetzt so ziemlich die 70. So ziemlich. So ungefähr. Ich glaube, die 69 haben wir jetzt mal hochgeladen. Das ist ja schon fast wie so ein Jubiläum, ne? Na, 70. Ach, 100. Ja, 100, da gibt's. 100 hätte ich gesagt. Das ist ein Jubiläum. Soll ich beide reinmachen? Nee, ich mach jetzt nur fein. Ja, ich bin ja gerade irgendwie im Motor gelandet. So. Aha. Bitch, please! Mann, hier ist aber irgendwie. Was? Kein Platz. Damit kommen wir nicht weit. Heute leider kein Glück. Ich kann ja die Episode einfach nur nennen, hier Review zu SCP-914. Was passiert, wenn man eine Karte reintut? Ah, oh, Halleluja. So. Nein. So. Von links sind wir, glaube ich, gekommen. Ja. Oh, das. So was hat man schon lange nicht mehr. Ob ich das noch schaffe? Entschuldigung. Schon wieder? Aber so, sowas in der normalen Version vor allem kommt eigentlich gar nicht mehr oder übel selten nur noch. No passing, we're not a pro in containment breach. Was? Ich glaube, das ist nur in der Mod. Weil da stand vorhin was. Die Tesla Gates sind. Doch, das ist nur in der Mod. Tesla Gates sind nämlich nur in der Office Zone. In der Entrance Zone. Ja. Und es stand bei den Unterschieden zur normalen Version, steht, dass es auch Tesla Gates in der anderen Zone gibt. Das kannst du mir glauben. Da gibt's Bonehead Achievement. Also immer wenn man SCP findet, dann unlockt man automatisch ein Achievement, scheint es mir. Heißt das Bonehead? Stand da. Das ist Skull, oder? Ich will hier noch ein Achievement unlocken. Bonehead. Noch ein Kopfschau. An Mount Golgotha. Was ist Golgotha? Sag mir irgendwas. Ist das in der Bibel oder sowas? Ja, irgendwie sowas. Aber wer liest schon die Bibel? So heavy. Der Heavy Zone. Ja, wollen wir da hingehen jetzt? Ich geh halt. Weil ich habe noch zwei Wege unerkundet. Es ist zwar eigentlich nichts mehr in dieser Zone, aber. Na gut, Box of Horrors weiß man nicht. Der Baum müsste, glaube ich, noch irgendwo sein. Der uns nichts bringt? Ja, da können wir zumindest reingritschen mal. Ja, der eine hat ja in die Kommentare geschrieben, zu den letzten Videos, dass man tatsächlich die Door Control deaktivieren muss. Oh. Erinnerst du dich? Nein, was tust du? Steht das nicht auf? Willst du es echt machen? Oder meinst du, wir haben schon. Oh. Ach du Scheiße. Was hast du da genommen? Was war da? Ein Medkit. Jetzt? Weiß nicht. Weiß nicht. Ende? Nein, das ist eine Sackgasse. Was ist das? Das ist so ein langer Gang, oder? Ach nee, wer bist du das denn? What the fuck is this? Ja, mach mal bitte, der kommt doch, der Penner. Hat ein Radio. Und eine Karte. Und Medikits, Alter, was geht denn das? Was ist das für ein Raum? Die eine Karte kannst du auch noch reinhauen. Deine Karte kannst du noch auf den Ding. Ne, die Karte, die brauche ich. Ah oh, ja. Noch ein Clipboard. Brauch mal nicht. Das ist so ein Storage-Ding, was ist das? Hallo, was ist das? Taschenrechner? Ich glaube, ein Navi. Noch einer, liegt doch einer am Boden. Ja. Noch ein Klemmbrett. Die ganzen Ding-Packs brauchst du gar nicht, Mann. Der SCP-96, kennen wir schon. 1074. Maynard, to test SCP in Test Room 4A. Das ist dieser Raum mit den Kreuzungen? Dr. Maple. Ja, den Raum mit den Kreuzungen kannst du in den Testraum einfach befördern. Also.
Is not returned within the hour. Dr. Maple must be informed of this immediately. 1074. Keine Ahnung. Strange. Der schnauft da. Oh. Hallo, 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 hallo. Der kommt vielleicht durch die Tür. Der atmet doch noch da. Meinst du, der war noch drin? Ich habe ihn noch atmen gehört, du nicht? Doch, aber keine Ahnung, Mann. Wo müssen wir jetzt lang gehen? Da lang. Ich glaube schon, ja. Ja. Scout. Schaut. Bonehead. Richtig aus. Da hat's geschart. Ich hab was gehört. Vielleicht kann der Zombie jetzt rennen. Wie bei Days. Days. Daisy. My Days. Wie heißt es überhaupt? Heißt es Days oder Daisy? Daisy natürlich. Oder DayZ. Nee, Z. Was sag mal, ich Z, ist es British? Z ist glaube ich British, ne? Das ist nicht mehr egal. Nein, ist nicht egal, das ist sehr wichtig. Der Raum ist ein bisschen scary. Wollen wir das schon mal? Was da, steht da? Airlock Warning. Ist das nicht dieser Schimmel? Das ist Luft. Ja! Da müssen wir noch eine Treppe runter, oder? Nochmal. Airlock Warning. Da geht's noch eine Treppe runter. Eine Treppe runter. What the fuck? Ja, da ist dieses Loch. So. Ja, aber kann man da auch nochmal durchlaufen irgendwie? Weil ansonsten gab es doch keinen Alternativweg, oder? Was passiert eigentlich mit diesem Schimmel da? Scheiße. Wieso? Weil das ist dieser Ton, der kommt, wenn man stirbt? Das war der Ton, wenn das SCP-173 kommt. Nein. Doch, Klammern. Nein. Ja, wenn du stirbst, dann eben. Nein, wenn du siehst, wenn du Blickkontakt hast. Doch, nein. Doch. Nein. Doch. Schreib's in die Kommentare. Ich glaube, da geht's weiter. Ja, schaut ziemlich gut aus. Oder soll man zum Schimmel gehen und gucken, was passiert? Ja, was ist denn das jetzt hier? Geht's da einfach weiter, oder was? Ja, scheinbar. Okay, na, dann geh erstmal zu dem Schienen. Aber kommen wir da auch wieder hoch? Ich guck mal, was da ist. Ah, da geht's die Treppe runter. Da ist dann eine Treppe. So. Ah, die Night Vision. Oh. Ich weiß wie viele nicht. Medikits willst du eigentlich noch? Du hast doch schon 5 Stück. Stimmt eigentlich. Ja, soll ich die Night Vision Brille mal probieren? Dann ist die Episode halt vorbei, wahrscheinlich. Mit Speichern? Das können wir machen. So. So, wir speichern jetzt und dann. F5 Game Saved. Nehmen Sie die tödliche Brille auf. So, ausprobieren? Yes. Ah, es funktioniert sogar. Umsonst gespeichert. Das schaut aus wie so ein. Von durch dieses Pixelliche schaut es aus wie so ein. Oh, guck, ich wusste es. Ich habe aber gesehen durchs Loch oben. Ja, okay. Das Geräusch war es doch gerade. Ja, das war es jetzt. Ja. Fuck, was da los? Trifft jetzt halt den Schimmel. Ne? Schimmelt aus seinem Arsch raus. Kann er durch diese Loch dann auch hochjumpen? Keine Ahnung, drück mal. Crazy shit. Sich doch gerade bewegt, Junge. Ja. Der bewegt sich, während wir ihn anschauen. Skandal. Oh. Ah! Ach du Scheiße. Komm wieder raus, ja. Oh. Okay. Hast du mich kurz geschockt? Für einen kurzen Moment habe ich auch geschwitzt. Renn da außen rum, Mann. Ah. Ich muss jumpen. Gott. Ich glaube, man da durchfallen kann. Habe ich so Durchfall gesagt. Airlock Warning. Dass der Schimmel nicht durch die Lüftungssysteme durchgeht, aber der Türschalter war auch schlecht platziert, der war halb in der Wand. Oder sagen wir mal, ein Drittel. So. Was ich sagen wollte, genau, wenn du diese Night Vision aufpasst, sieht aus wie so ein PS1-Spiel irgendwie, oder? So pixelig. Ja. Pixelated. Irgendwie cool. Oh, er hat Kopfweh. Wo ist denn der andere? Da ist gar keiner drin.
Ja, normalerweise ist er dann in der Wache drin. Hallo? Hallo? Was ist da los? Den hat er gar nicht im Magazin oder stirbt er diesmal? Oh, das ist voll kaputt. Ich glaube, das Event ist kaputt, ja. Geh mal rein, oder? Geht es? Oder raus? Ah, toll! Go home, SCP, you're drunk. Das ist doch scheiße, ich geh aus dem Raum raus. Und dann resettet sich das? Keine Ahnung. Scheinbar nicht. Bisschen. Gibst du mich jetzt da durch? Du gibst mich jetzt da durch, gut. Ja, was soll ich machen? Aufhören? Alter. Auf einmal. Haben wir es jetzt? Ja. Jetzt geht's nur auf der anderen Seite wahrscheinlich auf, ne? Da ist er jetzt, ne? Mhm. Jetzt müssen wir auch nicht mal rangehen. Arsch. Die Glocke kennen wir ja. Das war schon ziemlich voll, das Clipboard. Ich glaube, das wurde mit mir sagen. Hm. Kannst die scheiß Documents mal wegschmeißen. Ja, ich kann mal. Ding dong. Ring ding dong. Hm. Ich weiß nicht. Gehst mal da ist nur ein Raum schon. Ja, machen wir mal. Oh. Da haben wir das auch geschafft. Der kam noch gar nicht. Zeit. Mhm. Aber da bekommen wir das Achievement schon mal nicht, dass wir aus der Pop Dimension escaped sind, wenn wir das Spiel durchspielen. Ach, meinst du, diese Achievements, was da anzeigt, sind die, wo wir am Ende auch angezeigt Nein. bekommen? Die Achievements haben ja mit den SCPs zu tun, einfach. Ja, vielleicht ist es noch in diesem Endscreen. Ja, das weiß ich nicht. Und erweitert ist. Jetzt habe ich eine Level 4 Karte. Alter, das funktioniert wirklich. Ja, wäre scheiße, wenn nicht. Splinter Cell. Komm, schwarzer Mann. Jetzt gehen wir an den Schalter. Jetzt. Gehst du an den Schalter? Kommt er nicht? Jetzt komm, hallo. Der hat sich so eine Zeit gelassen. Warum war der zu spät? Hm, ah, lass es den drauf, oder? Oder stört es? Ja, schon ein bisschen pixelig. Katze. Scheiß Sound Transmission. Könnt ihr eigentlich ausmachen dann auch? Ja. Sollen wir das nächste Mal machen? Oh, was wir vergessen haben, die Gasmaske, oder? Oh ne, habe ich mit rein. In 940 meine ich. Weiß ich jetzt gar nicht. Dachte, die habe ich mit rein. Der weg. Oder so. Dann geht er weg, ja. Ja, dann bewegt er sich halt weg. Man kann ihn ja nicht berühren oder so. Ich gehe mal nach links erst einmal. Ja. Hm, das ist das. Schon mal mit der Night Vision. Aber das ist das, was drüben wieder hochgeht, ne? Yep. Die ist echt cool, die können doch mal ins Hauptspiel reinbauen, diese Night Vision. Das ist ziemlich cool, ja. Wenn das Spiel gerade nicht durchcrasht. Jetzt haben die scheinbar behoben. Oder war ein Zufall irgendwie? Ja, bei den anderen Zuschauern, die haben ja in die Kommentare geschrieben, dass es bei ihnen geklappt hat. Ja. Und der scheint halt im Change-Up, dass da irgendwas gemacht wurde an der Night Vision. Jetzt geht's halt. Bei mir zumindest wieder. Einmal
vielleicht noch mit dem anderen Program aufgenommen. Ich weiß, was da dann liegt. Keine Ahnung. Fuck. Sheet. Okay, geschafft. Passt schon. Geschafft. Nee. Und jetzt rückwärts laufen, der muss ja da stehen. Achso, das ist ein kurzer. Ein Catwalk. Adrenalin, wie soll der echt rein? Ist doch nix. Ja. Dieser Anzug, ja. Was ist denn das eigentlich, was da ausströmt? Ist das der Virus oder ist das irgendwie so flüssiger Stickstoff oder irgendwas? Ganz viel Virus ist das. Ganz, oh Mann ey, diese Kacke. Schon wieder. Also ich bin nur beim ersten Mal erschrocken. Das ist bestimmt so bedacht, oder? Dass man da erschreckt. Ach shit. Oh. Außen? Das steht da jetzt. Ist nicht so gut. Und an dem kommen wir jetzt nicht mehr vorbei, glaube ich. Mach mal auf, ob er wirklich da steht. Hundertprozentig. Tja, vielleicht ist er jetzt nämlich vom Virus. Oder vielleicht ist er jetzt da runtergefallen. Der war da schon mal, ne? Der ist da beim Virus. Sag, es wird doch blurry. Geht er lieber nicht? Ja, kann ich eh nicht. Geh raus. Dann müssen wir jetzt da reingehen. Wir können doch raus. Da steht doch jeder da drin. Ja, aber ich wollte da reingehen eben, in den Virusraum. Ja, dann gehst du halt da nicht rein. Und dann gucken, ob wir den durch das Fenster dann sehen. Also ich finde mich nicht mehr zurecht. So. Ist auch wirklich schwierig da, also den Durchblick zu üben. Lass den Penner einfach da drin. Wirklich nicht da unten? Hoffe nicht. Ich glaube nicht, dass es geht, oder? War der da schon mal? Ja, klar. Ja, bei dem Catwalk aber doch nicht da, oder? Ach, keine Ahnung, Mann. Was? Nein! Level 4 haben wir. Jetzt? Wo ist denn Level 5, bitte? Aber du hast noch eine ausgelassen, oder? In diesem Büroraum, oder wir machen die Level 4 zu einer Level 5 Karte. Du hast da noch was ausgelassen. Oh. Was war das denn? War das das Phantom? Nee, das war SCP. Ja, hast du schon mal gesagt, ne? Und dann war es nicht. Auch wieder in den einen Frame, den ich gesehen habe, dass man dann rausgekommen ist. Da habe ich gesagt, dass das SCP war oder das Phantom? Du hast auch letztes Mal gesagt, das war das SCP. Und dann habe ich gesagt, nein, das war das Phantom. Achso. Na gut, dann kannst du das Phantom gewesen sein. Das wäre auch unlogisch. Warum soll ich einmal aufblitzen? Warum soll das SCP einfach aufblitzen? Ja eben, das Phantom ist es. Nicht das SCP. Ist ja egal. Warte mal, ich markiere mal hier. Also da kommen die ursprünglich her. Playing Card. Markieren, hinpinkeln. So ungefähr. Ah, da wolltest du nicht weiter, oder? Da waren wir noch nicht jetzt, ja. Jetzt sterbe ich. Von der Zeit her wäre es gut. Ach nö, noch einer. Noch eine potenzielle Chance. Ah. Ah. Was ist das da? Sieht so komisch aus. Guck doch mal. Das ist ein Texturfehler, eindeutig. Das ist der Zombie-Tunnel. Weil nicht mit Händen zusammen drüber stand. Okay. Wo ist eigentlich der Zombie von vorhin? Der läuft auch noch irgendwo. Der ist noch neben dem Raum drin. Der hat nicht die Tür aufgemacht. Ist ja dumm. Warum lockt die mal raus, oder? Thomas? Was? bisschen Kick. Ich finde diesen Arzt eigentlich irgendwie schlimmer, ne? Der ist schlimmer als was? Als die Zombies. Ja klar, der bringt uns ja um. Ja. Die Zombies machen nur. machen die. Letzten uns hat so vorübergehend, aber ich glaube, dadurch kann man sich wieder erholen. Zumindest mit einer James Bottle! Wo du gepanikt hast. James Bottle! Das muss ich mir nochmal. Alter! Really?
somit direkt danach nochmal damit handeln. Tunnelception. Und wir müssen den ganzen Weg nochmal zurückgehen, musst du dir vorstellen. Gut, dass wir die Zombies nicht rausgelassen haben. Da hätten wir jetzt ein Problem. Schaut irgendwie anders aus, der Maintenance. Ach scheiße, der ist ja so groß. Den Box ja, eben, der ist anders. Fuck shit. Ja, genau. Na gut, aber der andere kann ich spawnen, das ist gut. Oh Mann, da findest du doch nichts. Also sonst hätten wir jetzt noch echt ein Problem gehabt. Aber wo wir das erste Mal drin waren, kann es sein, dass das so schräg war? Das hab ich gesagt, ja. Hab ich auch eine Erinnerung gehabt, dass es so eine Rampe war. Ja, so abwärts ging halt, ne? Das haben die geändert in irgendeiner Version. Wir können ja nochmal hier so Version 05 oder so spielen. Da, wo wir uns die Seele aus dem Leib geschrien haben. Da. Also ich wollte ja eh mal hier so eine Retro-Folge machen, aber das war halt die 067 oder so spielen, also vor dem großen Update da, ne? Ja. Oh. Ja, dann... So. Oh. Sackgasse. Eine Backgas. Ja, jetzt weiß ich halt nicht, wenn ich jetzt einen Aufzug sehe, ob wir von dem gekommen sind, oder... Ja gut, wenn danach mal so ein Tunnel kommt, dann wissen wir, dass der falsche war. Ich erkunde das jetzt quasi wie ein Labyrinth. Also immer einer Wand entlang laufen. So, ja, das könnte hinkommen. Alles offen. Ist der nicht noch? Ja, weil danach, da, ich bin ja rechts gegangen, dann war das auch so. Ich probier's nochmal. Also wenn das nicht der ist, sind wir wieder runterfahren, ich werde links entlang und an der Wand rechts entlang laufen. Kannst du das merken? Nein. Ich kann mir nicht mal eine vierstellige Zahl merken. Stimmt. Ja, jetzt muss ich aber langsam mal was trinken hier. Du kannst es aber auch nicht merken. So, jetzt kann es weitergehen. Ist auch warm, ne? Warm. Ja, oder? Holz warm. Nächste Woche sollte 30 Grad haben. Fast. 28 Grad. Ich bin ja kein Typ, der 30 Grad braucht. Oder mehr. Also 25 ist okay. 25 ist richtig schön warm und so. Es langt auch zum Baden. Aber es ist nicht zu heiß. Wenn du es schaffen musst oder so. Ja. Ja, wenn du es schaffen musst, ist immer scheiße. Ah, da ist der andere. Weg. Aber der ist wenigstens gleich immer. Hab's geschafft, Leute. Aber schaffen müssen. Die können uns mal abonnieren hier, dass wir nicht mehr schaffen müssen. Irgendwann mal. Der fährt nicht hoch. Ah, muss wieder drücken. Ach Gott, was ist da los? Hab ich den Mauspack simuliert. So. So, der Mauspack. So, jetzt aber fahr hoch. Wingardium Leviosa. Nee, der hat's schon gemacht, ohne dass du gezaubert hast. Aber er ist schneller gefahren. Ja. Ah ja, noch ein Aufzug. Boah, heute. Ja. Aber der ist jetzt anders, ne? Weißt du, wie was? Das Wohrheit ist anders. Ja, ist doch früher um die Fenster gewesen. Ach so, ja. Ah, das ist auch im normalen, glaube ich, ne? Mhm. Oh, der Crystal, ne, gehen wir rein, oder? Den kennen wir ja schon. Ja, bei Achievement will ich. Ein Achievement will ich sagen. Ja. Ja, wir machen heute alle Achievements. Crystal ne? Death. Aber Death mit D-E-T-H. Hm, vielleicht ist das was anderes. Date. Ich bin jetzt schon infiziert. Nee, man muss den Kristall berühren. Ja, und dann vereist du langsam. Oh, 009. Ist dann doch diese Kreuzung. Ist doch die Kreuzung. Ja, ist es vielleicht das, was in der Mitte liegt? Oder liegt da was in der Mitte? Am Boden? Da unten ist halt sowas. Ah, das ist es doch. Ich hab gedacht, das ist so Götterspeise oder so. Ja, wo kommt das Geräusch her? Weiß nicht. Wir wissen das. Ist das radioaktiv oder was? Keine Ahnung, vielleicht vereist du da auch, wenn du da reingehst. Alter, mach's lieber nicht. Speuer?
glaube, die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich groß, dass wir dabei drauf gehen. Ja, und dem können wir eh noch nichts anfangen. Ja, wieso denn nicht? Ja, weil wir da nicht reinkommen. Ach so, ja klar. Dann gehen wir so zurück. Oder geht's links und rechts auch weiter? Nee, aber würde mich ja mal interessieren. Na doch, schauen wir schon. Oh, eieiei. Ei, caramba. Da ist kein Hazmat-Suit. Den hat er an, gell? Den hat er schon an. Oh. Hä? 5 Pommes da, oder was? Scheinbar. Ja. The right side? Hallo? Achso. Ja. Genau. Achso. Ja, dann kennen wir ja. Ja, bis jetzt. Hä? Nee. Fuck. Hä? Fuck shit. Ach, dann kommen wir daher? Hätte ich gesagt. Nee, warte, was war da? Wo müssen wir hingehen? Der Sarg, der Computer und die Maske. Mehr war da nicht. Hallo. Geh zurück. Wir haben alles abgesucht. Wow! Jetzt, Junge, weil ich hab geschrien, weil du geschrien hast, Mann. Alter. Alter, was war hier los? Der ist nicht mehr, der konnte nicht fliehen. Ja. Haben ihn gecaptured. Gut. Wenigstens ein kleiner Schock in der Episode drin. Ja, aber gut, aber was machen wir jetzt? Selbstmord? Suicide? Ah, jetzt bringt alles nichts. Wir gehen wieder zurück, ne? Shit. Ach Gott. Die Episode können wir splitten, vielleicht. Ja. Mal gucken. Na egal. Ja. Ups. Tageslicht. Was sind wir jetzt unten? Was passiert, wenn man 36 Minuten Horrorspiel zuschaut? Jetzt müssen wir wieder die anderen Aufzughalter finden, ne? Der war nicht weit weg von dem anderen, meine ich, oder? Keine Ahnung. Ich habe mich darauf verlassen, dass du das merkst. Hätte ich mir sagen können, hätte ich es mir gemerkt. Ich habe nicht gedacht, dass wir den nochmal brauchen. Ei. Kann man Gasmaske und den dann? Ah. Hey, wie? Was hast du? Gasmaske und das? Ja. Cool. Dann kann ich sehen, trotz Gasmaske. Ich würde es jetzt gern mal sehen, so. Aber wahrscheinlich ist da gar nichts. Ist einfach nur die Bildeinstellung. Oh. Alter. Kann ich rausquetschen? Ja, ohne Console Commands. Dann fallen wir einfach durch die Map. Ja. Wenn die schon mal einen No-Clip gemacht haben. Ach ja. So. Ja gut, dann. Warte mal. Achso, da ist jetzt Zombie. Dann war da jetzt gar nichts, ne? Ja. Dann müssen wir da nicht mehr hin. Können wir alles vergessen. Was für Möglichkeiten gibt es denn sonst noch? Keine Ahnung, vielleicht war eine Kreuzung. Ganz am Anfang? Ja. Oh Mann. In der ersten Zone. Der ist der erste Light Containment, oder? Ja. Ja. Ich glaube, der wird jetzt bei so einem Tester geht. Wäre schon ein bisschen lustig. Ja, meine Erfolgsquote bei den Tester Gates ist in dieser Episode jetzt schon ziemlich hoch eigentlich. Ja, 100% halt. Ja, bis jetzt. Ziemlich hoch, ja. Man kann eigentlich nur 100% haben, oder? Nicht? Wobei, wenn du stirbst, hast du halt dann, je nachdem, wie viel du geschafft hast. Ne? Ja. Das ist mir nicht durchgegangen, oder? Doch. Da kann man nicht durch. Musst du dann wieder glitschen. Hör, ist da was durch das Ding gelaufen? Das war dann ein Hellfox. Ja, wahrscheinlich. No Clip
Und jetzt schaut alle weg. Aber die macht das natürlich so. Müssen wir mich genau in das Testergate reinklicken und sterben. Da, am Boot. Textilfeder. Ich glaube, dieser Schimmel. Der Pimmelschimmel. Das Pimmel gesagt. Nämlich wieder an diese Grundschulsprüche. Wie war das? Tomate? Dein Pimmel macht keine Tomate. So bescheuert. So. Insert the keycard. Hier. Gott, ey, das wird doch nichts. Weiter geht's. So, weiter geht's. Als ob nichts gewesen wäre. Ja, da waren wir schon überall. Suicide? Aber wie jetzt? Wie bringe ich mich irgendwo um? Die rote Pille bringt nichts, ne? Ich geh zu den Zombie da. Ja, Mann. Schon mal gemacht außerhalb der Pocket Zone? Suicide? Nicht wirklich, oder? Ja, der Zombie war doch dein Medical. Ja, das war. Ich wollte jetzt nicht echt dahin gehen. Du willst doch aber verrecken, oder? Der ist ausgebrochen. Das sind wir, ne? Der ist ausgebrochen. Ne? Ja, der Zombie ist nicht mehr da. Ich dreh mich um. Ich rechne. Behind you. Das wäre so mies. Voll mies, Junge. Ja, Ninja kommt dann so von der Decke runter. Da, kommst du vielleicht da rein? Mit Level 4? Nein, Level 5 brauchst du dafür. Sure. Da brauchst du Level 5. Das wäre echt behindert. Junge, es geht. Der Ring. I feel like an open ring on it. Wie geht das? Oh ja. Yeah. Ich habe ja keinen Platz für das Ding. Ja, use ihn halt. Komm, vielleicht kriegst du eine Überdosis, wenn du Medikit-Pille und den Ring hast. Ich will das andere. Das ist viel geiler. Ach ja, ein Buch können wir auch verrecken, ja, ne? Komm, jetzt lesen wir, wie wir ordentlich verrecken, Alter. Lies. Common Code. Oh, eine Erkältung los. Ist ja langweilig. Verrecken wir doch nicht, Mann. Kannst du es nochmal lesen? Ja, wobei, wenn's. Nee, kommt da immer nur dasselbe. Symptoms can be treated. Aber du kannst dich nicht heilen, ne? Na gut, ich hab ein Ding halt. Ich hab schon den Wikipedia-Artikel rausprobiert, aber ist eine Erkältung eine Virusinfektion? Ja, und mein Ding ist halt hier. Meine Stamina ist im Eimer. Das hat's jetzt nicht so gebracht. Ja. Gehen wir jetzt da lang. So, und jetzt? Da lang. Ich muss an die allererste Kreuzung, glaube ich, kommen. Ungefähr. Ich habe auch keinen Electrical Room gefunden. Ah, es ging an der in der nächsten Zone weiter. Wir haben keine Level 5 Karte. Kann man die Level 4 vielleicht mit Fine auf Level 5 bringen? Haben wir noch nie probiert, ne? Weil wir nie zurückgegangen sind mit Level 4. Try this. And then we split. Das ist ein Sicherheitsfeature. Du musst dreimal drin. Sind Sie sicher, dass ich bei Ihnen? Wirklich, wirklich. Also mit Fein. Yes. Let's go. Oh my God. Okay, you're very fine. Where is loud? Da kannst du auch die Dinge. Hab
Welches ist es? Retra D oder Viering? Ich weiß nicht. Ich war gerade überrascht, dass der Spielstand noch da war. Weil ich dachte, wenn man Quicksave macht, dann hat es nur einen Spielstand, der dann immer wieder übt. Meinst du? Dachte ich, ja. Nein, ich denke nicht. Was? Okay. Was war? Also. Very fine. Very fine. Sehr gut. Komm schon, noch ein bisschen. Ah, noch ein bisschen. Du hast es kaputt gemacht. Ja, warte, noch ein kleines bisschen. Achso, nicht ohne Kraft, ja. Ich hab gedacht, ich hab schon so. Ne, komm, so lustig war es auch nicht. Doch, ich bin schlau. Ach, ist doch scheiße. Komm, wir rage quitten jetzt. Ich hab bald keinen Bock mehr. Nee, ich guck jetzt mal nochmal hier zurück, ob da irgendwo eine Kreuzung ist. Du kannst den Kumpel mal besuchen. Ich glaube aber nicht. Ja, der ist jetzt wieder zu weit weg. Das adet schon wieder aus hier. Von Zeit und von Niveau. Über den Livestreams. Ich muss auch was trinken, nach einer Dreiviertelstunde. Oh, das war knapp. Ich hatte keine Stamina mehr. Ich bin fast nicht mehr durchgekommen. Hab ich gedacht. Oh, yeah. Ja, genau, von da kommen wir ursprünglich her, oder? Oder? Nee, da, scheiße. Wenn es da keine Kreuze mehr kommt, dann. Da ist das Bild. Aufpassen. Aufpassen. Aufpassen oder aufpassen? Was? Dass die Folge vorbei ist. Achso. Nee, so. Scheiße. Nee. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, hey, du hast es geschafft, bis zum Anfang zurück. Ich weiß nicht, was wir noch machen können. Ziel erreicht, oder? Aber wir können ja auch noch ziellos rumlaufen, labern. Ich weiß nicht, ob das jetzt interessant ist. Aber eigentlich haben wir doch jetzt alle Möglichkeiten ausgeschöpft. Oder? Tja, in der Box of Horrors Mod. Ist ein bisschen fail. Haben wir irgendwas ausgelassen? Die Entrance Zone, Junge! Ah ja, stimmt. Da kommen wir, da sind wir nicht reingekommen. Wie kriegen wir von der Karte? Das heißt, wir müssen. Wir müssen aus dieser Karte irgendwie eine Level 5 Karte machen. Du probierst es jetzt nicht nochmal, oder? Ja, ich probier's nochmal, wenn es nicht klappt, dann. Ich würde aber fein nehmen, weil es ist ja nur eine Stufe. Dann sterbe ich bei der nächsten Gelegenheit. Und dann auf den Tester geht das. Ja. Ich hab nicht Bock auf jeden Fall, dass wir jetzt nochmal wie am Anfang da 10-mal da mit der Scheißkarte da rummachen. Was jetzt rauskommt. Yes! Oh Gott sei Dank. Ich hab jetzt Yes und Ja kombiniert. Yes. Schau dir keiner mehr zu. Oh, das war jetzt aber knapp. Oh, Scheiße. Oh Gott. Vorhin wär's nicht lustig gewesen. Jetzt war's Scheiße, Mann. Ja. Ich hab gesteuert. Soll ich nochmal? Nee, komm. Wir sind sowas von überm Limit, ey. Ja. So. Ja, wir hätten jetzt auch den ganzen Weg wieder zurücklaufen müssen und. Nee, komm. Leute, lass mal's gut sein. Zu viel SCP für heute. Ja. Das hat sich jetzt echt gezogen. Ja, vielleicht haben noch ein paar zugeschaut, die können ja dann, wenn sie es noch nicht getan haben, abonnieren. Ja, lassen wir das jetzt als eine Folge. Wir haben nichts Abschließendes bei Folge 1 gesagt. Ja, dann können wir das eigentlich so machen. Dann müssen wir jetzt an XXL. Und so weiter, wisst ihr ja. Ja. Aber manche freuen sich bestimmt wieder, dass die Folge so lang ist. Könnt ihr mal liken, wenn ihr es so geil findet. Ja. So 50 Minuten so. Ja. Ansonsten guckt da wieder rein. Wir spielen die Woche auch noch ein neues Spiel hier. Wie heißt es? Dreadout. Dreadout, das haben wir schon mal gespielt, ne? Demo. Die Demo, ja. Das indonesische Horrorspiel und wir haben jetzt hier Experience the Indonesian Horror. Die. Das war Version gekauft. Das war das Spiel mit der Frau mit den großen Kratzen. Genau, mit der Kawaii-Katze. Die Katze, genau. Die Katze war auch dabei. Genau. Also schaltet wieder ein und bis zum nächsten Mal. Tschüss.